Freunde, Manta the Adventurer 2 ist endlich da und wir schauen uns heute die erste Sequenz des Spiels an. Und ich sag euch jetzt schon, es wird mega interessant, denn das Spiel ist absoluter Hammer. Was genau passieren wird, sehen wir natürlich gleich im Video. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um keinen Content mehr zu verpassen, was in Richtung Indie-Horror geht. Und ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem Video. Let's go! You're Riley, aren't you? Kate and I were really close. She talked about you so much. She was really proud of you. I guess you've seen some of what she was working on. Come on. We should get out of here. I know a place you can rest a while and let's talk. Hey, hope you got a little sleep. You know, I was thinking, we should head over to the library. You can tell me what happened on the way. God, that's terrifying. I really hope we find some answers in Kate's office. Come on, let's move. Okay, let's see if your aunt's key ring delivers. Listen, there's something out there. It's drawn to the tapes and it's very, very dangerous. Please be careful. I know this is going to sound super paranoid, but after everything that's happened, we need to be careful. We can connect on an encrypted channel with these. You go see what you can find in Kate's office. I'll keep watch outside. I'll call you on the two-way if anything comes up. Okay, also die junge Dame da, die uns gerade hierher gebracht hat, die scheint sehr viel mit Kate zu tun gehabt zu haben. Die haben sich sehr, sehr nah gestanden, wie sie das gerade gesagt hat. Und das Ding ist, ich weiß nicht genau, wer sie ist, aber wir werden es wahrscheinlich noch rausfinden, wer sie ist, hoffentlich. Aber ihr seht, wir sind in einer Bibliothek und wir waren schon mal in einer Bibliothek in der Demo-Fassung vom Spiel und ich vermute mal, dass das dasselbe sein wird jetzt erstmal so bis zum ersten Tape. Ich glaube, das erste Tape konnte man sich komplett anschauen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber wir müssen jetzt erstmal ein paar Bücher finden. Wo die genau sind, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, die haben die auch umgeräumt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ein Buch lag. Und hier liegt keins. Sehr schön. Okay, gut, da oben haben wir gerade schon rechts eins gesehen. Da werden wir dann mal schauen, wo die anderen sind. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal das Pineapple-Buch. Das ist das hier. Die erste Zahl ist die 5. Dann nehmen wir mal... Okay, cool. Dankeschön fürs Wegschmeißen. Die erste Zahl ist die 5. So, dann haben wir MA. Und dann haben wir Mr. Malpractice. Okay, dann gucken wir mal, wo das ist. Muss auch irgendwo hier im Raum rumliegen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Lore angeht, weil vom ersten Teil, ich habe es erst nochmal durchgespielt für euch, damit ihr da auch nochmal, damit ich da so ein bisschen mit euch auch drüber sprechen kann, wegen der Lore. Ich habe sie noch nicht ganz verstanden, weil es ist wirklich super kompliziert irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und ich weiß jetzt nicht genau, was da genau passiert, aber Amanda muss wohl irgendwie ziemliche Probleme gehabt haben als Kind. Und wo sie genau ist, I don't know. Wir haben dann eine Woody. Okay, cool. Die ersten zwei Zahlen sind auf jeden Fall 5 und 0. Und wir haben jetzt mit dem Buch das C... Nee, was war das? DS bekommen. Und DS ist einmal hier Dale Shovel. Und das erste Buch ist I'm the Person, was er gerade noch hier hat. Checked out, checked in. Ich weiß gerade gar nicht genau. Aber es ist relativ egal. Wir suchen das Buch, weil das ist wichtig. Das brauchen wir. Okay, das brauchen wir nicht.
Das ist jetzt unwichtig. So, dann wollen wir mal gucken, dass es das hier oben ist. Wie gesagt, ich versuche halt, was storytechnisch jetzt ist, das Ganze mal ein bisschen nochmal nachzuarbeiten. Vielleicht bekommt ihr auch nochmal ein extra Video dafür. CE ist jetzt auf die 1 gerückt, also CE1. So, das heißt 501 und dann haben wir Carson und das ist Grow Attached. Okay, und hier unten? Okay, nee, gut, das ist klar. Dann haben wir jetzt 501. 501, wo ist das? Das müsste dann das Buch hinten sein an der Pflanze, oder? Das nehmen wir mal. 5013, okay. Das ist jetzt gar nicht so schwer gewesen. Wie gesagt, das war das Rätsel, was wir halt einfach schon in der Demo gespielt haben. Deswegen ist es nicht so dramatisch. So, dann haben wir hier 5013. Falls ich das gerade andersrum gesagt habe, tut es mir leid. Aber das ist auf jeden Fall unser erstes Tape. Und das erste Tape ist Let's Plan a Trip. Aber Woody saß ja schon in der Demo hier. Ich weiß es gar nicht. Naja, ist relativ egal. Wir brauchen den wahrscheinlich später irgendwann. Und da haben wir es 12. Okay. Kids Corner. Lass uns mal in die Kids Corner gehen und gucken. Warum ist da ein X? Oh, jo, schmeiß einfach das Amanda-Tape weg. Braucht halt eh keiner. Braucht man nicht. Okay. Der Adventurer, Amanda. Da fehlt halt Woody. Warum der da genau fehlt, kann ich euch leider jetzt gerade aktuell nicht sagen. Wenn ihr das wissen solltet, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und da haben wir gerade gesehen, es war so ein Arzt-Ding, glaube ich. Ja. Okay. Das Schwein ist halt super cool, ne? Sie ist halt super creepy, aber das Schwein ist mega geil. Okay, mit dem Magic Train fahren wir jetzt irgendwo hin. Oh, wen ich gerne sehen würde. Japanese. Keine Ahnung, ich schreibe jetzt einfach irgendwas hin. Aber ich glaube, dass es hier genauso ist wie in Teil 1, dass wenn man bestimmte Wörter benutzt, dass man bestimmtes Zeug bekommt. Wir werden es sehen, wir werden es noch ausprobieren. Okay, wartet mal kurz, hier schön mich umgucken, nicht, dass ich hier irgendwas habe, aber irgendwie noch nicht. Okay, gut. So. Es kann halt sein, dass irgendwelche Gegenstände plötzlich droppen, weil das hat man ja in Teil 1 auch. Gerade wo man die Puppe zum Beispiel machen musste mit der Blume, da ist ja dann auch alles gekommen. Ja, wir machen hier die Dinger auf. Okay. Oh, guckt mal. Ich sag ja, hier müssen wir irgendwas machen. So, 0010. Okay, das ist wahrscheinlich einfach, dass wir das Schwein mit Geld füllen müssen, weil es ist ein Sparschwein. Ja, schon viel, viel besser. Okay, wo willst du hin, Amanda? Erzähl's uns. Die Eiffel Tower, okay. Wo können wir den Eiffel Tower? Der ist hier oben, der kostet 2 Coins. Ja, lass das mal 2 Coins kosten. Die Piggy Bank. Ja, wie gesagt, wir brauchen die auf jeden Fall, damit Geld sparen können. Was man auch sonst mit einem Sparschwein machen sollte. Kann sie das zerstören? Ich weiß es nicht. Ist nirgendwo irgendwie hindrücken? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ich kann nichts dafür, dass ich nirgendwo hindrücken kann. Hat der Entwickler so gemacht. Diese 2 Pommeln hier oben, das finde ich so cool, ne? Das Einzige, was ich halt wirklich cringe finde, ist halt ihre Reaktion manchmal. Schmeiß einfach weg, was du nicht brauchst. Okay, wie viel haben wir da jetzt? 5 Stück. Dass sie das einzeln zählt, ist halt auch nur, weil es eine Kinderserie ist. Man weiß auf jeden Fall, dass die Serie sehr, sehr erfolgreich war. Die nimmt jetzt... Wait, was ist jetzt passiert? Ah, die hat uns jetzt 2 Coins weggenommen, okay. Ich würde aber kurz sagen, wenn wir auf 10 kommen, ich weiß halt nicht, wie viele Coins das jetzt genau sind. Wir schmeißen das auf jeden Fall erstmal weg. Und guck mal, weil hier oben sind es nämlich 3 Stück gewesen. Also das hier sind 3 Coins. Und wir wollen nicht 3 Coins verlieren, definitiv nicht. Mexico City. Oh, hier. Oh, pass auf. Eine Possum. Geil. Sieht aus wie Mickey Mouse. Sie hat das auf jeden Fall mitbekommen, das Opossum, ne? Ja.
Dann haben wir nämlich gar nichts mehr. Nur gut, dass ich es weggetan habe. Aber wartet. Das hat jetzt aber nicht gezählt, oder? Nee, hat es nicht. Okay. Gut, dann können wir das wieder herstellen. Ja. Wie kriegen wir jetzt Geld? Wir brauchen Geld. Wir brauchen Money. Ah, jetzt verkaufen wir irgendwas. Der ist kaputt. Ich glaube, den will sie nicht verkaufen. Der sieht auch ziemlich zerstört aus. Wir nehmen den Roaster. Ach so. Oh, man hört richtig, wie kaputt diese Tapes sind, ne? Das ist schon sehr krass. Ja genau, schmeiß ihn weg und krieg dafür 3 Coins. Fehlt aber trotzdem noch einer. Warte mal, dann haben wir jetzt wieder 6, ne? Okay, krass. Gut, dann müssen wir gucken, wo wir jetzt noch 4 Coins herkriegen. 4. Ah, sie will was über Jack the Ripper erfahren. Okay, cool, dann müssen wir das hier nehmen. London! 1, 2, 3. Ja, aber nur 3. Also du hast 3, wir haben mehr. Findet sie jetzt einen in ihrer Tasche? Wait, das heißt ja mit 7. Das heißt, wir brauchen noch 3 Stück. Müssen wir mal gucken, wie wir die jetzt bekommen. Okay. Dieses Viech. Dieses Opossum ist einfach zu cool. Dieses Opossum ist einfach geil. Was macht das jetzt aber? Oh, wartet mal, bevor ich hier... Ich weiß nicht, wir tun das mal lieber weg. Weil es sieht so aus, als ob das hier das klaut. Ja, genau. Rutsch unter die Wie kann denn das unter so eine Ritze rutschen? Okay, er hat auf jeden Fall einen Coin geklaut. Aber wo bekommen wir denn jetzt die anderen 3 Coins her? Wir brauchen ja dann noch 3 Stück für dieses etwas hier, für dieses Sparschweinchen. Vielleicht sagt sie uns gleich woher. Boah, sie rastet wieder aus. Ist sie ja schon im ersten Teil sehr gerne. Im ersten Teil ist sie halt einfach schon übertrieben oft ausgerastet. Sie hat mich oft da angeschrien. Einfach so, ohne Grund. Guck mal in deiner Couch nach. Okay. Okay, 3 haben wir jetzt dazu bekommen. Haben wir dann jetzt 10? Nein, sie hat welche abgezogen jetzt, ne? Ich hatte die 10, glaube ich. Okay. Okay. Dann muss ich das gleich nochmal machen. Ja, dann nimm mal deinen Zug. Du hast mir einfach gerade 4 Coins geklaut. Ohne mir das zu sagen. Jetzt setzt sie sich in den Zug rein und donnert los, oder was? Na dann. Sie sieht auf jeden Fall super begeistert aus. Sie sieht sehr, sehr begeistert aus. Okay, sie wünscht sich die Welt zu sehen. Okay, wir müssen das jetzt mit diesem Ding hier nochmal machen. Okay, dann mache ich das bis zu dieser Stelle nochmal und dann let's go. So, dann haben wir unsere 7 Coins wieder und 3 fehlen noch. Okay. Das können wir jetzt, glaube ich, wegdrücken. Ja, wir brauchen jetzt... Wir brauchen dein Geld, also gib es her. Okay, das waren jetzt 3, ne? Okay, dann nehmen wir das Schweinchen nämlich jetzt hier weg und packen das mal dahin. Ich will aber gleich noch was ausprobieren, damit wir... What the fuck? Was tut das? Es fliegt einfach bis sonst wohin. So, kann ich das jetzt wegdrücken? Okay, was macht das? Was tut? Okay. Explosionsrunde. Okay. Good night haben wir da. Ich will aber nochmal ganz kurz in das Tape reinschauen, weil ich würde gerne mal ein paar Wörter eingeben, beziehungsweise ein Wort. Ich habe Vater falsch geschrieben, ne? Okay. Ich wusste, dass es eine extra Sequenz gibt dafür. Ich wusste es. Okay, dann schauen wir uns mal unser nächstes Tape an. Good Night heißt das Ganze. Du sollst es nicht wegwerfen, du sollst es in das Ding werfen. Genau so.
Channel 3 Play. What the fuck? Das sah aus wie bei Silent Hill, aber ist okay. Oh. Amanda ist müde. Hat sich jetzt schon irgendwas verändert im Raum? Okay, what the fuck ist das? Okay, ich glaube, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Wenn ich jetzt hier so hinschaue schon mal, sieht man da so wie so ein X. Dann hat man hier auch nochmal ein X. Dann hat man hier auch nochmal ein X und da nicht. Ja, okay, wir gucken erstmal uns das Video an. Vielleicht bin ich ja richtig mit meiner Vermutung. Okay, wir haben hier unten drei Spielzeuge, zwei Runde und zwei X. Ich vermute, das hat irgendwas mit dieser Kiste da zu tun. Okay. Ja, ich kann dir gerne helfen. Mhm. My Dad. Das ist meistens ausgeblendet oder sonst irgendwas. Oder es fehlt halt einfach ein Stück, wenn sie über ihren Vater redet. Ja, dass das Spiel immer noch auf Englisch ist, müssen wir das natürlich auch auf Englisch eingeben. Bisschen nervig, aber relativ. Okay, dann machen wir das so. Wir packen den Frosch als erstes weg. Habt ihr gesehen, hier war wieder das Opossum gerade? Ja, du musst uns das nicht dauernd erzählen. Okay, jetzt packen wir mal den Hasen weg. Ah, okay. What the fuck? Das ist, okay, diese Geräusche zwischendurch machen es nicht viel besser. Wir machen jetzt den Ball mal weg. Boing, boing, boing. Mhm. Na, dann tu es weg. Ich bin mir sehr sicher, dass es damit was zu tun hat. Kreis, Kreis, Kreis und alles andere sollte X sein, oder? Okay, wait, wir machen das jetzt mal direkt. So, das ist jetzt einmal 1, 2, 3. Ah, okay, es war sogar direkt richtig, okay. Ich meine, gut, so unoffensichtlich ist es halt jetzt doch nicht, ne, wenn man weiß, dass das Ding da steht. Okay, jetzt gehen wir aber erstmal ins Bett. Beziehungsweise machen wir ins Bett fertig. Okay. Ich würde sagen, du machst erstmal deine Zähnchen. Alles andere kannst du danach machen. Okay, welche Farbe nehmen wir denn? Ist es relativ? Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, es ist egal, was man da für eine Farbe nimmt, oder? Warum haben die eigentlich Augen? Das sieht so falsch aus, ne? Das sieht einfach so falsch aus. Okay, was haben wir hier? Ist das an dem Ding mit dran? Ja, hier. Okay, wait. Was passiert, wenn ich das jetzt so mache? So, hallo? Das will manchmal nicht so ganz, oder? Nee, nicht richtig? Hey, das sind doch aber die gleichen Blumen, oder? Ah, nee, wartet mal. Das hat mehr und das hat weniger, ne? Okay, also muss das... Ich vertausche die einfach mal. Okay, das war auf jeden Fall schon mal richtig. Und was bekommen wir dafür? Ah, ein Tape, okay. Das packe ich jetzt aber erstmal hierher und schauen uns erstmal an, was hier jetzt noch passiert. Da war gerade wieder das Opossum. Es spawnt halt einfach im Raum, lol. Warum ist das einfach mitten im Raum? Ja, wir helfen mir einfach mal, keine Ahnung. Vorhin habe ich ja nicht geholfen. Ich weiß halt nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht, ob man hier hilft oder nicht. Aber ich glaube, das hat im ersten Thema das was damit zu tun, dass man halt die Coins sonst nicht bekommt. Mhm. Spuck mal die Zahnpasta richtig aus. Die Tapes gehen auch immer gar nicht so lange. Das heißt ja, prinzipiell sind diese Folgen von der Serie gar nicht so lang gewesen. Was auf jeden Fall klar ist, dass das halt wirklich sehr erfolgreich war. Da ist dieser pinke Bär. Aber wir dürfen das jetzt aussuchen. Oh, hier, Emily Erdbeer. Kannst du das anziehen? Let's go. Aber sie ist ja überall alleine die ganze Zeit, ne? Okay. Okay. Mhm. Ach, was mir... Boah, ich weiß nicht, ich habe echt Angst vor dir. Soll ich mal schreiben, you? Ich schreibe das jetzt einfach mal. Ich schreibe jetzt you. Me. You really think I'm scary? Ja, guck dich mal an.
du bist halt übelst scary. Also zumindest so dieses, ich weiß nicht. Die hat so ganz creepy Vibes, gerade weil man sie aus dem ersten Teil gut kennt, ne? Beziehungsweise das Monster kennt. Das ist schon sehr creepy. Und dadurch, dass sie auch immer so aggressiv ist, hat man auch schon ein bisschen mehr Angst vor ihr. Nö. Hä? Ich denke, sie will ein großes Mädchen sein. Warum braucht sie denn jetzt doch plötzlich eine Nightlight? What the fuck? Ich bleib hier einfach irgendwo hängen. Ist das das Ding da hinten? Ist das das da? Oh, what the fuck? Wow. Ich sollte, glaube ich, schneller sein. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas passiert, aber es ist super creepy. What the fuck? Thank you. Wow. Wait, sie sagt ihren Namen? Wie krass ist das denn? Sie hat einfach Rileys Namen gerade gesagt. Was haben wir hier? Let's practice Petention. Okay, also lasst uns ein bisschen Geduld üben oder so. Das schmeißt es halt manchmal daneben, ne? Da weiß nicht warum. What the fuck? Was war das? Wer bist du? Nein? Nein? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Aber okay, wir gucken uns aber trotzdem nochmal kurz um, weil ich würde auch gerne mal wissen, ob dieser Drucker hier jetzt funktioniert. Ich glaube, der hat in der Demo gar nicht funktioniert, okay. Wait, Amanda plus Woody ist gleich der Affe. Heißt das, sie machen die Bewegung von den Affen? Also Augen zu, Mund zu und Ohren zu? Ich weiß es nicht. Was ist eigentlich mit der Lampe hier? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass irgendwie so ein Trigger kommen muss. Also, dass er irgendwas sagt oder sie irgendwas sagt, dass man das dann benutzen muss oder sowas vielleicht. Hi, Woody. What the fuck? Sie attackt ihn instant. Was ist los mit ihr? No, I don't want you here. Don't you get that? But Amanda, I'm your best friend. My best friend? Okay. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we are working on a very special project. It's a project that will take a lot of patience. Okay, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Geduld. Sobald er irgendwas sagt, ist sie direkt aggressiv und würde ihn am liebsten umbringen, so wie sie ihn anguckt. Hat er doch gerade gesagt. Der Tisch geht mir auf den Keks mit seinem Hin- und Hergewackel. Ja genau, atme erstmal tief ein, damit du dich wieder ein bisschen beruhigst. Komm runter. Bisschen zumindest. Ich glaube, da war der Punkt gerade, der dann... Oder? Can we use a flashlight or something? Ah, okay, es ist also richtig. Aber muss das jetzt als Pause-Screen da sein oder eher nicht? Ja, wir gucken mal. Das war auf jeden Fall schon mal richtig. Aber ich wusste gar nicht, dass die Drucker da irgendwelche Tipps raushauen. Das finde ich ziemlich cool. Also falls ihr mal nicht weiterkommen solltet, haben die Drucker für euch Tipps. Ja, habe ich vorgehabt, dich zu flashen. So eine Dead by Daylight Angewohnheit. Tut mir leid. Favorite kind of bird. Birds. Einfach Birds. Ich glaube, es ist. Ich weiß ja nicht, ob man hier irgendwas Bestimmtes schreiben kann, aber ich glaube es ja weniger. Solltest du aber alleine die Säge benutzen in deinem Alter? Ich glaube es eher weniger. Was passiert eigentlich, wenn man mit Absicht das Falsche nimmt? Okay, hat sie es abgefackelt oder was hat sie getan? Ich meine, man kann es jetzt nicht mehr anklicken und es ist einfach schwarz drumherum. Okay, sie hat immer noch Aggressionsprobleme. Aber was genau da passiert ist, das würde mich halt gerne mal interessieren.
weißt ja, dass der Vater von ihr diese Serie da gemacht hat und dass sie sehr, sehr beliebt war und sehr, sehr erfolgreich. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Aber was ist mit dem Kind passiert? Weil das war ja vorher keine Zeichentrickserie. Das hat ja, das wurde, glaube ich, von dem Mädchen aufgenommen, alles mit. Da ist das Opossum wieder. Ich glaube, wir werden uns mal die komplette Story anschauen zu Amanda 1 und 2, damit ich da so ein bisschen Lore-Kenntnisse bekomme. Das wird wohl hier jetzt auch so passieren, dass das einfach weg ist dann. Das ist nichts für Kinder. Die schießt halt einfach auf Wooly. Was ist denn mit ihr? Irgendwie feiere ich ihn. Ich mag ihn irgendwie. Sie mobbt ihn einfach die ganze Zeit. Der tut mir so leid. Er hat's doch gerade gesagt. Ja, aber Amanda, das ist unfair, was du gegenüber Wooly machst. Das ist halt, das ist wirklich Bullshit. Okay, also die Farbe scheint auch egal zu sein. Es ist wie bei der Zahnbürste. Da ist er wieder. Wooly rastet aus. Nee, ich möchte gern wissen, was der macht. Was macht er da? Schmeißt er dir jetzt eine Farbe ab? Das ist ja cool. Das ist ja richtig geil. Einfach die Farbe ins Gesicht geschmissen. Oh, wait, wartet mal. Okay. Ah, okay, wir haben es sogar richtig gemacht. Sehr schlau. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ich will ihn nicht aufhalten, ich will ihn einfach cool. Und ich sehe sie gerne wütend, keine Ahnung warum, aber sie ist einfach dauerwütend. Aber wisst ihr, an was sie mich erinnert? Kennt ihr Dora? Da ist ja auch dieser Fuchs dabei. Und hier ist es halt einfach so dieses, wie nenne ich das denn? Opossum. Genau, Opossum. Wie nenne ich das denn? Ja klar, das Vieh heißt Opossum. Ist halt so ein kleiner Antagonist. Protagonisten, Antagonisten. Wir kennen es ja mittlerweile. Wait. Quiet and peaceful. Hat das mit diesem Radio zu tun? Okay. Kann man das voll aufdrehen? Jo. Ah, schaut mal da, was da passiert. Okay. Die halten sich jetzt die Ohren zu. Okay, okay, okay. Dann haben wir hier den Affen, das ist... Okay, jetzt, das war auf jeden Fall richtig. Okay. Machen wir. Darf ich jetzt weiterspielen? Dankeschön. Okay, dann wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Sie ist auf jeden Fall stinkig und er... Ja, ich meine, gut, Wooly ist halt... Ist halt Wooly. Er ist eigentlich voll nett und süß. Aber nett und süß heißt ja nicht gleich, dass er nicht irgendwie auch schuldig ist an irgendwas, ne? Was ist das? Was ist das? Das ist die hässlichste Katze, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Okay, die kleinen Bällchen hier sind süß. Aber das da, das ist einfach grottenschlecht. Hässlich. Aber hey, wir sind in der Kinderserie. Es ist relativ. Wir retten die Vögel. Wir wollen nicht sehen, wie die Katze frisst. Alter, ist das ein... Wow. Hey, wir haben nur... Und sie mobbt ihn wieder. Warum mobbt sie ihn denn die ganze Zeit? Das ist richtig abnormal. Das hat sie doch im ersten Teil gar nicht so extrem gemacht, oder? Okay. Hammond, follow us to fun. What the fuck? Was tut ihr hier? Wow. Das ist einfach super creepy. Aber okay. What the hell? Mach bitte das Radio aus, weil das nervt mich schon extrem. Das war ja richtig cringe. Okay. Okay, wir gucken uns das nächste Tape an. Okay.
Das scheint richtig Probleme zu haben. Das scheint kaputt zu sein. Hi. Ist es auch. So, jetzt will ich aber kurz was gucken, weil wir wissen ja, es ändert sich ja immer was. Jetzt fehlen hier die Tische. Okay. Okay, hier ist ein Teddybär. Eine Kuh. Und der Roaster. Okay. Also ist der Hahn. So, okay. Wir schauen einfach mal, was wir jetzt machen. And I'm Wooly. Hallo, Wooly. We're playing Bandit. Ah, wir spielen heute Banditen. Come on. Mhm. Where did you hide the loot? Die passt halt auch gar nicht auf. Es juckt sie halt nicht, ne? Sie ist komplett rücksichtslos. Das ist richtig krass. Bandits hide all kinds of things in the woods. It's fun to go look for treasure. Okay. You should probably tell someone where you... Nein. Ja, genau. Doch, du solltest jemand sagen, wo du hingehst. Gerade wenn du auf eine Schatzjagd gehst. There's a legend that there is a special toy hidden deep in these woods. Mhm. Which direction should we go to find the treasure? Ich würde sagen, ihr solltet nach Norden gehen. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Aber Woody hat halt einfach immer so diesen... Der ist so ein bisschen... Er versucht immer so zu schützen und sowas, aber sie will das halt gar nicht. Where should we dig for the treasure? Dahin. Da auf das X. Das X markiert die Stelle. Wer kennt sicher SpongeBob? Let's dig! Let's go! Oh, und da ist er wieder. Da ist unser Opossum-Freund. Aber wie er heißt, würde ich gerne wissen. Er ist halt einfach cool. Sogar Woody fragt mittlerweile nach, wer das ist. Was macht er? Versucht er die gerade zu verwirren? Guckt mal einfach, wie abgefuckt sie guckt. Aber es ist halt qualitätsmäßig, ist es halt krass, ne? Man sieht halt nicht so extrem viele Ausdrücke von ihr, aber wir helfen ihr jetzt mal wieder. Ja, dann musst du mich mal machen lassen. Dankeschön. Ja, kick sie weg. Can't stop. Zero escape. Impossible. I refuse. Impossible. No. Wir können gerade nicht, wir können nichts machen, ne? Time's up. Warum kann ich nichts machen? Was passiert hier? Ja, schaufel mal los. Weiß auch immer hier gerade los ist, aber ich kann das Tape nicht mehr stoppen. Okay. Er fällt doch jetzt nicht einfach da rein, oder? Er sieht einfach aus wie ein Maulwurf, der sich da durchkrebt. Was ist das, eine Kuh, oder? Das ist wichtig, weil hinter uns liegt eine Kuh. Okay, sie lässt aber die Kuh wieder fallen. Aber wir gucken trotzdem gleich mal, vielleicht ist die Kuh wichtig. Wow, sie lässt ihn einfach zurück, oder? Was ist mit der los? Sie lässt ihn halt einfach random zurück. What the fuck, Alter? Ja, Woody, das tut mir voll leid für dich. Amanda the Avenger bei Sam Colton. Rebecca Colton, genau so hieß das Mädchen nämlich. Okay. Actually, you know what? No, I'm not done treasure hunting. Ja, das ist auch nicht mein Problem. Die ist richtig stinksauer. What the fuck? Do you have a treasure out there that will make me happy? Nein, hab ich nicht. Wow. Warum ist es denn jetzt plötzlich freundlich? Ah, du willst was haben von mir. Du kriegst aber nichts. Warum ist das jetzt... Ah, Leute, das ist wieder ganz gemacht worden, okay. Aber was will sie denn jetzt haben? Die Kuh? Ich glaube eher weniger, aber der Roaster... Ja, das glaube ich auch nicht. Man kommt ja nicht an dieses Woolly-Ding ran, ne? Das ist halt... An Woolly kommt man nicht ran. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Mm-mm. Okay, es ist schwierig, aber ich glaube, wir müssen jetzt sogar irgendwas erstmal in die Hand drücken. Okay, bitteschön. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Alter, what the fuck? Nein. Wow. Das hat uns einfach gefressen. Es hat uns einfach gefressen, okay.
Sequenz Nummer 2 werden wir uns aber in der nächsten Folge anschauen und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Es ist sehr, sehr creepy gehalten, aber es ist halt einfach Amanda und es ist so fucking gestört, dieses Spiel. Aber es ist mega geil. Und ich hoffe, wir werden noch ein bisschen was über diese mysteriöse Frau da erfahren. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge.